Hallihallo und willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Heute, zur 100. Folge, wollen wir anfangen, unseren Gold-Chocobo zu züchten. Dazu habe ich während den, also zwischen den letzten Videos, noch zwei alle Substanzen auf Master-Level gebracht und verkauft. Das heißt, ich habe jetzt, wir schauen uns das kurz an, wenn ich hier vielleicht landen kann. Ja. Ich habe jetzt 4 Millionen Gil. Also 4,4 Millionen Geld, um genau zu sein. Mit dem sollten wir eigentlich rauskommen. Und während wir in der ganzen Welt rumfliegen, werden wir noch einige Sachen sehen. Und zwar, die Welt verändert sich auch immer hier. Hier in Fort Condor fällt der riesengroße gelbe Condor. Dann haben wir... der Krater, den gibt es übrigens schon seit... seit die Weapons irgendwo ausgebrochen sind am Mordkrater. Und etwas wird da auftauchen da drinnen. Was genau sehen wir uns später? Nicht mehr diese Folge, auch nicht mehr nächste Folge. Das dauert jetzt einige Zeit. So, als erstes, bevor wir Chocobos natürlich züchten können, brauchen wir dafür einen Stall. Wir gehen mal in das Haus rein und fragen ihn, ob wir hier Ställe mieten können. Ja, die Sterne fallen, ja. Dieser Logik kann ich nicht folgen, aber okay. Ja. Ja, also wir müssen 10.000 Gil pro... ja. Oh, verdammt. Also, wir müssen... wir müssen insgesamt nur 10.000 Gil zahlen. Ich dachte eigentlich, wir müssen 10.000 Gil für jeden Stall zahlen. Ist nicht so wichtig. Wir haben das Geld ja jetzt. So, und bei Chocobilly. Wir wollen nichts, und ich erkläre das so nebenbei. Wichtig ist, wir brauchen unbedingt eine, am besten eine Level 3 oder Level 4 oder am allerbesten eine gemasterte Chocobo. Chocobo Ködersubstanz. Irgendwer hat die auch. Ja, genau. Cloud hat eine gemasterte Chocobo Ködersubstanz. Die brauchen wir unbedingt. Dann brauchen wir natürlich, um die Chocobos zu fangen, so wie wir uns erinnern können, Gemüse, um zu verhindern, dass die Chocobos fliehen. Und um uns das Leben etwas einfacher zu machen, kaufen wir natürlich gleich spezielles Gemüse. Und zwar gehen wir dafür hinauf zu unserem bereits bekannten Chocobo-Weisen, der hier irgendwo sein Haus hat. Ja, hier genau. Gehen wir rein und der hat sicher was im Angebot für uns. Am besten... naja... wir kaufen uns... also zum Fangen der Chocobos eignet sich gut Regengemüse. Davon kaufen wir nur ungefähr 20. Ja, wir haben das Geld, ja. Von Sylkis Gemüse kaufen wir gleich mal mehr. Das brauchen wir später noch. Viel später noch. Das steigert nämlich die Stats der jeweiligen gefangenen Chocobos. Und das brauchen wir, um mit ihnen Rennen zu gewinnen. Mehr dazu später. Also, den ersten Chocobo, den wir fangen wollen... also wir wollen jetzt 4 Chocobos insgesamt fangen. 2 von guter Qualität und 2 von... Moment, ich muss jetzt kurz nachsehen. Und 2 von großartiger Qualität, genau. Die von guter Qualität gibt es, glaube ich, hier irgendwo. Ja, genau, da gibt's in der Nähe von Gold Saucer. Hier sieht man es vielleicht gleich. Ja. In der Nähe von Gold Saucer gibt es Chocobo-Spuren. Und bei denen findet man... Chocobos von guter Qualität, und zwar in Begleitung von... also die heißen Spencer in der englischen Version. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie sie auf Deutsch heißen. Ich glaube, das müssten sie sein. So, wir werden gleich mal... ich hätte sie vielleicht drauflegen sollen. Oh, verdammt. Verdammt. Also, normalerweise macht man es so. Schmeißt hier ein Regengemüse hin. Dann ruckelt's mal kurz. Nein. Ich habe jetzt nicht
Es kann gut sein, dass das die richtigen sind. Ich glaube fast, dass die richtigen sind. Zwei von denen wollen wir fangen. Und wenn ich den zweiten gefangen habe, sehen wir uns dann gleich wieder bei der Highwind. So, ich habe meinen zweiten Chocobo gefangen. Wenn man sie gefangen hat, sobald man die Stelle gemietet hat, kann man, wenn man absteigt, hier zurück in den Stall klicken. Und dann stellt er sich automatisch in den Stall vor, also in das Gehege vor dem Stall. Die zweiten Chocobos, also die zweiten zwei Chocobos, die ich haben will, sind großartige Chocobos. Die gibt es hier in Medil irgendwo. Und die kommen mit so zwei Gegnern, die heißen Spiral, glaube ich. Also es sind irgendwie so Beuteltiere. Ich zeige den Kampf sowieso her, wenn es der richtige ist. Ansonsten zeige ich den Kampf natürlich nicht her. Wir haben ja unsere Zeit hier nicht gestohlen. Ja, das ist natürlich der richtige. Da haben wir auch schon gesehen, warum es wichtig ist. Moment, kurz das Gemüse hinschmeißen. Es ist wichtig, Master Chocobo-Substanzen zu haben, Chocobo-Köder-Substanzen zu haben, deswegen, weil es die Chance, hier Chocobos zu treffen, deutlich erhöht, sonst hat man wirklich eine sehr geringe Chance, die zu treffen hier. Und das wollen wir natürlich nicht. Also das sind übrigens die Spirale, die zwei müssen beim Chocobo sein, dann ist es der richtige Chocobo. Was machen wir jetzt? So, und einfach, wie gesagt, dem Chocobo das Gemüse geben. Das hält ihn, glaube ich, für 5 oder für 8 Runden sogar still. Das heißt, das ist ganz okay. Und da hat man genug Zeit, um jetzt die Gegner auszuschalten und die Chocobo zu fangen. Ja, ich werde den zweiten Chocobo natürlich auch noch fangen und wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben den zweiten großartigen Chocobo gefangen. Den schicken wir auch in den Stall und wir müssen noch etwas machen und zwar brauchen wir, um die Chocobos zu paaren, später, nächste Folge wahrscheinlich, Nüsse. Und zwar eine der bestimmten Nüsse haben wir schon gestohlen, das war die Zeonuss von den Goblins. Aber wir brauchen für die ersten paar Mal paaren, brauchen wir andere Nüsse. Und zwar hier vor Bone Village kann man einen Dinosaurier treffen, von dem man die Nüsse stehlen kann. Und zwar das, genau das ist er schon. Ich hoffe nur, irgendwer hat jetzt Stehlen ausgerüstet. Ja, Barret hat Stehlen ausgerüstet. Der Dinosaurier hat hier übrigens, genau, die Karotnuss. Der Dinosaurier hat hier 30.000 AP, deswegen werden wir gleich mal anfangen, ihn zu dezimieren. Wir brauchen drei von den Karotnüssen, die werde ich alle natürlich offscreen stehlen. Ja, mit den Karotnüssen werden wir die ersten paar Paarungsversuche bzw. Durchgänge durchführen, während zum allerletzten, also zum Schluss dann wir unbedingt die Zeonuss, heißt es Zeonuss? Ich glaube Zeonuss heißt sie, ja, brauchen, weil nur mit der kann man den goldenen Chocobo dann züchten. Ah, ich glaube den Rest von dem Kampf, schauen wir uns noch an, wir haben noch genug Zeit diese Folge. Wir müssen aber, bevor wir die Chocobos paaren, sage ich jetzt gleich noch dazu, müssen wir mit ihnen Rennen gewinnen. Und zwar in Gold Saucer. Aber wir schauen uns Clouds Meteor gleich an. Ja, um Rennen gewinnen, Rennen zu gewinnen in Gold Saucer, haben wir die Silkus-Gemüse gekauft. Denen können wir nämlich die Stats steigern, der Chocobos, damit sie schneller werden, mehr Ausdauer haben. Und wenn sie eine bestimmte Anzahl von Rennen gewonnen haben, kann man sie paaren. Wenn man sie dann paart in gewissen Kombinationen, dann ergeben sie gewisse spezielle Chocobos. So, ich werde hier noch meine zwei letzten Karotnüsse besorgen und vielleicht noch einige andere Sachen organisieren. Und wie es weitergeht, wie wir die Chocobos züchten, was da genau zu beachten ist, wie viel Gemüse wir verfüttern, wie das mit dem Rennen funktioniert, sehen wir als nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß!